Ja, Leute, ihr habt richtig gesehen, es liegt Schnee, es ist sackenkalt, also beste Bedingungen, um Raubfische zu fangen. Ich bin am Wasser, ich treffe mich heute mit dem Max. Wir wollen ein bisschen auf Hecht angeln. Nachdem die Barsch-Challenge jetzt abgehakt ist, wollen wir heute mal den Versuch wagen, den 70-Plus-Hecht rauszuleiern. Also, wenn ihr sehen wollt, ob wir heute ein paar schöne Hechte verführen können in den 3 bis 4 Stunden, die hier an Zeitfenster bleiben. Und wenn ihr mal sehen wollt, was meine Top-Gummifische für die kalte Jahreszeit Herbst und Winter sind, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Ja, Leute, und damit hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Als Maul, da beißt noch was und einem kleinen Challenge-Vlog. Ich habe schon gesagt, wir sind auf Hecht unterwegs und ich möchte euch meine Top-Gummis für die kalte Jahreszeit auch mal heute zeigen. Den einen oder anderen davon habt ihr schon logischerweise in alten Videos von uns gesehen. Ich habe jetzt hier gerade in der ersten Zeit jetzt mal einen Köder dran, den ich noch nicht so häufig gefischt habe, einfach weil ich ihn noch nicht so lange habe. Und mir ist auch gerade eben aufgefallen, als ich euch das jetzt hier zeigen wollte, dass der schon einen Cut im Schwanz hat. Also hat da wahrscheinlich schon ein Mikrohecht mal zugelangt, kam auf jeden Fall nicht hinterher. Schade. Aber hier so Köder in 14 cm Größe ist jetzt eigentlich optimal, weil wie gesagt, ich will ja jetzt keine kleinen Hechte fischen. Ich habe auch einen Köder dabei, der sich trotz seiner geringen Größe von 12 cm bisher schon super bewährt hat in den vergangenen Jahren. Und das möchte ich euch heute alles mal so zeigen. Ich habe wirklich nur diese kleine Box dabei. Mehr braucht es nicht. Wirklich ein paar Gummis drin. Auch noch 2 Chatterbaits dabei. Also heute möchte ich wirklich nur mit Gummi fischen, weil das Problem wäre, wenn ich jetzt hier mit Hardbait oder sowas fischen wollen würde, irgendwas, was Drillinge hat, hätte ich hier das Problem, dass gerade mega viel Laub drauf ist. Ne? Also die Bäume verlieren gerade durch den Frost jetzt hier in der Nacht. Also es waren, glaube ich, heute -4 oder -5 Grad. Ich bin schon froh, dass kein Eis auf dem Wasser ist. Aber die verlieren jetzt hier die Blätter. Es schwimmt mega viel rum. Und ich muss gucken, wie ich da hier fische. Aber ich habe natürlich für diese Gummifische, die ich hier dabei habe, auch gerade für eine langsame Präsentationsmöglichkeit im Herbst-Winter eine Methode dabei, die ihr auch schon bei mir gesehen habt. Klassisch der Offset-Haken. Und da habe ich mir jetzt mal noch neue bestellt, die ich in meiner Tasche habe, die so ein Bleigewicht noch drauf haben auf dem Hakenschenkel. Der Max wird nachher noch dazu stoßen. Ja, wir wollen einfach mal ein bisschen gemeinsam hier versuchen, ein paar Hechte rauszuleiern. Wir haben auch noch genug Spots hier vor uns. Ich laber schon wieder viel zu viel und deshalb werde ich mich jetzt auch gleich wieder aufmachen, weil der Spot hier ist abgeangelt. Wir haben mega klares Wasser, habe ich schon gesagt, gefällt mir mega. Habe ich erst schon überlegt, scheiße, hättest du mal probiert auf Barsch zu angeln. Ja, Fall runter. Aber ich glaube, ich bin trotzdem ganz froh auch auf Hecht. So, ich werde, glaube ich, trotzdem gedeckte Farben fischen, habe natürlich auch was Buntes dabei. Aber wie gesagt, nicht lange schnacken. Wir wollen mal weitermachen und ein paar Fische fangen. Los geht's. Hier seht's, Leute, es ist halt echt eine krasse Winterlandschaft geworden mittlerweile. Dup. Schnee, Schnee, Schnee. Geil. Oh. Lol, auf den Kürbis ausgerutscht. Sieht man auch nicht alle Tage. So, Freunde, Max ist jetzt auch da, wie angekündigt. Moin. So, und wir haben jetzt nochmal hier eine kleine Strecke übersprungen am Flüsschen. Ich glaube, ich werde jetzt doch mal den Köder wechseln, weil mir das einfach wirklich zu viel Laub oben drauf ist. Also jetzt werde ich mir mal einen von meinen Top-Kaltwasserködern hier dran machen und einfach mal diese neuen Offset-Haken probieren, Freunde. Ich montiere das mal und dann zeige ich euch das gleich mal. Ich habe mir jetzt mal hier diesen Dude rausgenommen. Schön natürliche Farbe, aber trotzdem hell. Und das hier sind die Haken. Seht ihr? Offset-Haken hier mit so einer kleinen Schraube vorne. Und jetzt hier in dem Fall 3 Gramm Bleigewicht. Den werde ich mir jetzt mal montieren. Damit sollte ich weniger Laub und vor allem halt auch kein Kraut fangen, ne? Weil hier schön versteckt drinne. Geil. Wird montiert und hoffentlich bringt das den ersten Hecht. Und den kann ich jetzt auch richtig schön langsam hier durchleiern. Es ist zwar gar nicht mehr so viel Kraut da, aber ich glaube tatsächlich, bei dem Laub ist es auch ganz gut, keinen komplett offenen Haken zu haben. Und diesen Köder liebe ich einfach, weil er mega weiches Gummimaterial hat und dieser Schaufelschwanz sich schon bei sehr, sehr wenig Zug
übelst gut bewegt, also übelst gut Spiel macht, weil das ist für einen Köder in der kalten Jahreszeit auf jeden Fall eine Top-Anforderung, die ich eigentlich stelle, dass er sich bei wenig Zug oder beim Absinken schon richtig gut bewegt und richtig gut Aktion unter Wasser macht, ne? Man schon recht langsam fischt. Könnt ihr das hier unten sehen, wie schön dieser Köder läuft? Also wie gesagt, ne, ich kann ihn richtig langsam führen, ohne dass er groß absinkt mit den 3 Gramm. Aber ich kann ihn auch absinken lassen und dann ist egal, ob Hindernis, ob Kraut. Den kriegt man eigentlich richtig gut wieder raus, weil er nichts hat, wo er sich festhaken kann. Zu einem anderen meiner Lieblingsköder, und zwar dem Kauli. Hier jetzt mal was Kleineres. Ich dachte mir gerade, vielleicht bin ich vom Spektrum her doch etwas drüber, was den Futterfisch angeht. Möchte jetzt hier mal mit den 12 cm ebenfalls am Offset-Haken versuchen, einen Fisch rauszubekommen. Den habe ich jetzt komplett ohne Gewicht, weil ich den damit wirklich schön wie ein Softjerk halt lupfen kann. Der bricht dann immer schön aus. Was diesen Köder auszeichnet, ist auch eine extrem weiche Gummimischung, ne? Sieht man hier. Und dieser Schaufelschwanz erzeugt auch einfach beim, nur wenn dieser Köder ganz langsam runter steigt, ein verführerisches Paddeln. Also das finde ich richtig, richtig geil an diesem Köder. Habe ich auch in der 16 cm Ausführung dabei, aber ich möchte jetzt mal hier den kleinen ausprobieren, um zu schauen, dass wir jetzt hier erstmal überhaupt einen Fisch rausgeleiert bekommen. Und genauso die großen, die fetzen sich den kleinen hier auch super rein. Tja, so sieht das jetzt aus, Freunde. Habe ich schon hier das erste Eis in den Rutenring. Krass. Und das ist jetzt richtig geil, dass die Sonne mal auf die Pfoten scheint. Das ist nice. Also irgendwie dieser rapide Temperatursturz da seit gestern hat sich eventuell doch nicht wie erhofft sehr positiv auf die Raubfische ausgewirkt. Sondern bisher sind die Mäuler eher zugenagelt. Oder sind keine Fische da? Das kann natürlich auch sein. So, jetzt habe ich mir mal als kleinen Searchbait so ein Dude in kleiner, in grell und an einem Chatterbait dran gemacht. Mal gucken, wir haben immer noch keinen Kontakt gehabt, aber wir werden jetzt auch bald hier, wie gesagt, eine Strecke überspringen. Oh, Fisch! Juhu! Ist ein kleiner. Aber ist auf Kamera. Komm her. Jawollo. Und ich sag's gerade noch, ne? Geil. Gucken wir doch gleich mal an. Hat geliefert. Freunde, das ist noch nicht der 70 plus Hecht, aber die erste Attacke, die jetzt wirklich hängen geblieben ist auf den kleinen Chatterbait. Da geht noch mehr, würde ich sagen. Aber schöner Fisch für den Anfang und es gibt Motivation nach ca. 3 Stunden jetzt hier rumgerenne. Der hat auch irgendeinen Treffer oben drauf, also vielleicht war der große Bruder auch schon dran. Mal gucken. Geil, entschneidert. So Leute, auch wenn es nicht das anvisierte Ziel war, ja von der Größe, aber immerhin entschneidert, der erste Hecht läuft, während man sich hier schon seit 3 Stunden die Finger abfriert, oder? Also die Fische sind auch echt etwas träge, oder? Was sagst du? Ja, auf alle Fälle. Ja, also es ist schon echt schwierig, oder es sind keine Fische da, also wir wissen es nicht genau, aber jetzt werden wir uns auf jeden Fall nochmal kurz aufwärmen mit Teechen und dann ziehen wir nochmal weiter ans Ende von dem Gewässer und werden da nochmal ein paar Würfe machen, weil Zeitfenster 3/4 Stunde ungefähr bei mir noch. Gucken wir mal, ob da noch was möglich ist, was Besseres möglich ist. Aber immerhin der Entschneiderungsfisch, Fisch für euch zu sehen. Herrlich. Freunde, nächster Tag, neues Glück. Ich bin mit Max wieder ans Wasser gefahren. Gestern ging einfach nichts mehr und wir hatten dann am Ende ein paar Leute, die an unserem Spot ein bisschen Zeug ins Wasser geschmissen haben, was nicht so nice ist fürs Angeln. Aber Max hat mich gestern auf eine Idee gebracht, die ich mir eigentlich schon im letzten Video für euch überlegt hatte. Und zwar an dem kleinen Stadtgraben hier mal jetzt in der kalten Jahreszeit mit einem Köderfisch auf Sicht auf Hecht
Und das wollen wir heute hier mal probieren. Vorausgesetzt, wir kriegen jetzt ein paar Köderfische. Ich habe eine Dose Maden dabei. Wir sind erstmal darauf angewiesen, uns ein bisschen was zu stippen. Haben hier auch schon ein paar aktive Weißfische. Den will jetzt hier Max erstmal auf die Pelle rücken. Also ein paar Brassen ziehen hier rum. Vielleicht sehen wir auch den einen oder anderen Karpfen. Ich möchte jetzt erstmal ein paar Rotaugen, Rotfedern stippen, dass wir dann am Drillingssystem den Hechten das ein bisschen auf Sicht vor die Nase halten können. Je nachdem, wenn wir Hechte sehen oder halt auch einfach so mal, weil das Wasser ist jetzt hier noch relativ milchig. Wir werden mal schauen, was so geht. Ich habe auch ein paar Boilies mal eingepackt, just in case, wenn jetzt hier ein Karpfen vorbeischwimmt. Aber Ziel immer noch 70 plus Hecht. Nach der Entschneiderungsfritte von gestern möchte ich gerne noch mal was Besseres fangen und ist hier auf jeden Fall möglich. Wir geben noch mal alles heute an diesem Tag und ich setze, glaube ich, erstmal die Polbrille auf, denn es ist wirklich ganz schön hell hier. Dann sehe ich vielleicht auch ein bisschen was in der Brühe. Leute, los geht's an Tag Nummer 2. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie schwierig das hier gerade ist, hier kleine Fische zu fangen. Ich habe jetzt einfach nur einen Stipphaken an mein Stahlvorfach dran gehängt, weil ich jetzt nicht eine Stippe mitnehmen wollte heute. Wir sehen zwar hier Piepen am Grund, und wir haben auch jetzt schon zwei Hechte sehen können, aber die Piepen interessieren so zwei Maden auf dem Haken gefühlt gar nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich glaube fast, es wird doch darauf hinauslaufen, dass wir hier mit Kunstködern angeln müssen. So Leute, hier ist der nächste, den wir gefunden haben. Okay, gut. Also den Gummimarker nicht, wie man sieht. Ach, vielleicht habe ich ja noch was anderes, was ihn interessiert. Vielleicht probieren wir es mal mit einer Larve, hä? So Freunde, wir haben jetzt noch ein bisschen Strecke gemacht, haben jetzt insgesamt schon 4 Hechte gesehen. Einer oder zwei von den ganz Lütten, so um die 20, 30 Zentimeter rum, die hatten Bock auf die kleinen Köder, aber irgendwie haben wir es dann doch verkackt. Also der letzte, den habe ich dann mit einem Köder etwas gestriffen und seitdem hat er keinen Bock mehr. Jetzt haben wir eine Stelle wieder gefunden, wo wir ein bisschen Kleinfisch haben. Und ihr glaubt es nicht, ich hau das immer hier direkt so in den Schwarm der Fische. Ja, die, man sieht es wirklich sehr gut, weil hier so 20 cm Wasser sind. Das geht mitten im Schwarm runter, zwei Maden auf dem Haken. Und die Fische ignorieren das einfach komplett weg. Ich habe das noch nie gesehen, dass die Fische so krass, also ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Stahlvorfach ist, was ich da neben dem Friedfischhaken noch dran habe. Ne, aber auch Max probiert es hier bei sich an der Route. Null Reaktion, ja. Also die Fische, die haben so keinen Bock. Ich weiß nicht, was los ist. Das heißt, ich werde jetzt weiterhin dabei bleiben, Kunstköder. Ne? Ihr habt es vorhin schon gesehen, ich habe relativ kleine Kunstköder dran, ne? So Gummifische in der Größe. Ist jetzt auch hier vom Beutespektrum, was da ist, wirklich sehr passend. Ne? Also passt genau rein, genau das haben die Hechte ja als Futter da. Deshalb denke ich auch mal, das wird was bringen. Und die Fische haben ja auch schon drauf reagiert. Die zwei größeren, die wir jetzt gesehen haben, leider noch nicht. Das ist sehr schade. Vorhin auch nochmal echt einen, ja, ich würde ihn sogar fast auf 60 schätzen gesehen. Aber ja, der ist einfach abgedreht, da konnte man wirklich direkt am Maul vorbeiführen. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns hier an dem Gewässer. Und ja, Max probiert nochmal ein paar Piepen zu bekommen. Wir gucken auch nochmal, ob wir ein paar Karpfen sehen können oder so. Und ich werde mir jetzt wieder einen kleinen Gummifisch drauf machen, werde meinen Köderfischhaken wieder abmachen, weil no way. Ich weiß echt nicht, was mit den Fischen los ist. Ich bereue es ein bisschen, dass ich keine Stippe mitgenommen habe, falls es hier an der Angeltechnik liegen sollte. Da muss noch ein Hecht heute rauskommen. Jawollo. Max hat's geschafft. Erstmal zwei schöne Ucken. Also wir können es probieren mit dem Anwerfen, wenn wir das nächste Mal ein Hecht sehen können. Geil. Wir sind jetzt nochmal an einen der Spots zurückgefahren, wo wir vorhin schon waren und schon ein paar Hechte gesehen hatten. Und Max hatte gerade auf seinem Köderfisch, hat sich jetzt eine von den Ucken dran gemacht an ein Drillingssystem. Gerade einen davon drauf und er ist leider wieder ausgestiegen. Mega ärgerlich, weil ich glaube, der beißt nicht nochmal, der hing eine ganze Weile. Also der ist wahrscheinlich verprellt. Aber das heißt, ich werde mir jetzt auch mal auf meine Route eine von den Ucken drauf machen. Dann werden wir mal schauen, ob wir noch den einen oder anderen, den wir hier schon gesehen haben, nochmal spotten können und denen das nochmal vors Gesicht hängen. Weil wenn das jetzt funktioniert im Vergleich zu den Kunstködern, wäre das mega. Aber jetzt langsam kommen wir ans Ende unserer Tour. Ne? Ich glaube noch eine halbe Stunde oder so ist mein Zeitfenster und danach machen wir für heute Schluss. Aber jetzt kommt gerade nochmal schön die Sonne. Oh, ist das geil zum Aufwärmen. Es ist nämlich immer noch schweinekalt. Leute, seht ihr das? Er hat einen. Ah, Freunde, er legt ihn sich gerade zurecht. Ja. Geil. Petri, Petri, Dank. Freunde, schaut an.
Es hat funktioniert. Da ist der Hecht sehr klein. Und da ist mein Köder. Geil, damit ist die Aufgabe Hecht auf Köderfisch erledigt. Freunde, da ist der Kleine. Wirklich gar nicht mal so groß. Und ich glaube, man sieht ihn auch gerade hier auf der Kamera richtig schlecht. Also auch wieder eine Flöte, aber auf Köderfisch. Und damit ist die Challenge Hecht auf Köderfisch abgehakt. Geil, Freunde. So, Leute, mit diesem Hecht jetzt nochmal ganz zum Schluss möchten wir uns hier verabschieden. Also das Zeitfenster ist jetzt zu und vor allem jetzt frieren meine Finger echt richtig total ab. Ich muss mich mega aufwärmen zu Hause. Es ist richtig unnormal, auch wenn die Sonne hier wärmt. Aber ja, es hat ganz zum Glück, ganz zum Ende nochmal funktioniert. Damit, wie gesagt, ist die Challenge Hecht auf Köderfisch abgehakt. Jetzt fehlt nur noch erstmal der 70 plus Hecht und naja, gut, noch ein paar andere Aufgaben auf der Challenge-Liste, aber es war auf jeden Fall schon mal sehr geil. Max, hat mega Spaß gemacht, mit dir mal zusammen zu fischen. Ich würde sagen, das wiederholen wir, denke ich mal, nochmal. Schaut mal bei Max auf Instagram vorbei, Streetfishing Max, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Und genau, ich würde sagen, wir beenden dieses Video hier an der Stelle. Ihr habt gesehen, oder wir haben auch gesehen, der Naturköder hatte jetzt bei den Hechten, wo wir vorhin auch schon die Kunstköder vorbeigezogen haben, definitiv Vorteile, ne? Das haben sie jetzt gewollt und das ist gut zu wissen. Und beim nächsten Mal, denke ich mal, bereiten wir uns besser vor, dass wir einfach vorher schon Köderfische uns organisieren. Und genau, wir sehen uns im nächsten Video von Hals, Maul, da beißt noch was. Bleibt dran, Leute, geht raus, fangt Fische. Auch im Winter ist es möglich. Wir sehen uns. Ciao.